Es geht fröhlich weiter in der Überarbeitung meines Buches. Ich habe schon eckige Augen, weil ich ja momentan fast nichts anderes mehr tue, außer dieses Buch fertigzustellen, damit du es im Winter, im Herbst vielleicht, naja, sagen wir mal Winter, ne? Dass du es im Winter dann eben auch hast. Und ich habe heute eine tolle Erfahrung gemacht. Und ich verstehe gar nicht, warum ich das erst jetzt gemacht habe. Ich wohne schon viele, 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 viele Jahre hier, wo ich jetzt wohne. Und nicht weit von hier befindet sich eben auch ein Spielplatz. Also man muss schon ein bisschen laufen. Also ich will ja nicht verraten, wo ich wohne. Und da ist ein Spielplatz und heute war ich schaukeln. Das war so cool und ich dachte mir so, wow, ich wohne so viele Jahre schon, wo ein Spielplatz gar nicht weit weg ist. Und warum bin ich denn noch nie schaukeln gewesen in all diesen Jahren, um sich von diesen alltäglichen Belastungen zu befreien, um auf andere Dinge zu kommen, um das kleine Kind in dir wieder zu erwecken, was wir doch so lange eben auch vergessen haben. Es war so schön und deswegen überleg du dir mal auf deinem Weg zu deinen 100 Krisenmeistern, finde dich selbst stressfrei in den Winter 2022. Was kannst du tun, damit es dir gut geht, damit du deinen Stress wenigstens für kurze Zeit beiseite legen kannst? Wir haben so viele Problematiken und Sorgen, mit denen wir uns beschäftigen können und dabei vergessen wir aber oft uns selber und wir vergessen eben auch oft die kleinen Momente im Leben wieder zu genießen, damit es uns gut geht und daraus eben auch Kraft zu tanken. Ich werde dir in dem Buch ganz viele Methoden auch noch an die Hand geben, wie du zu dir selbst findest, wie du innerlich frei und glücklich wirst, wie du deine unbewussten Blockaden lösen kannst. Ja, es ist das dritte Buch in der Reihe. Das erste war mein Single-Leben, wie ich das persönlich erlebt habe. 100 miese Dates, dahin siehst du es auch noch. Und die Suche nach der Liebe. Dann kam das Buch von da. Tick, 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 tick. Gehen wir einmal hier rüber. 100% ich, mein Weg zu mir. Und durch 100 miese Dates bin ich auf 100%, habe ich mich auf den Weg zu mir selbst gemacht. Und jetzt kommt einfach die Erkenntnis aus diesen Dingen und wirklich tolle Tools und tolle Methoden auch noch, wie du deine Krisen meistern kannst und auf diesem Weg vom Single-Dasein zu dir ins Glück zu kommen. Ich freue mich natürlich, wie immer, wenn du mir ein Like gibst, gib mir einen Kommentar, sag mir mal, was du davon hältst, wo stehst du gerade, bist du Single, bist du in deiner Reflexion, in deiner Krisenbewältigung. Ich möchte gerne wissen, wo du gerade dich befindest in deinem Leben. Liken, kommentieren, teilen, freue ich mich natürlich auch riesig drüber und such dir mal die nächste Schaukel oder Wippe. Also, bis dann. Tschüss.